Breite Gratisparkplätze und ein einheitlicher Gebäudetyp. Das sind zwei der Merkmale von Aldi, dem erfolgreichsten deutschen Discounter mit den sensationell niedrigen Preisen. In 3.800 deutschen Filialen erwirtschaftet Aldi jährlich rund 20 Milliarden Euro. Bald wird das Konzept auch in der Schweiz Fuß fassen. Bei allen Aldi-Läden steht am Anfang immer der Kaffee. Der wird selber produziert in eigenen Unternehmen. Sonst hat Aldi Eigenmarken, die im Auftrag von Aldi, für Aldi produziert werden. Und sie bekommen Namen, die an andere erinnern. Eigenmarken werden in großen Mengen zu günstigen Konditionen bei Unternehmen gekauft, die auch andere Detailisten beliefern. Viele Produkte werden zudem bei mehreren Unternehmen bestellt. Dies vermindert die Abhängigkeit. Aldi gibt für Eigenmarken die Abpackung und oft auch die Rezepte vor, um eine einheitliche Qualität zu garantieren. Wir können sogar auf die Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten in verschiedenen Ländern Rücksicht nehmen, indem wir die Geschmäcker anpassen, beispielsweise süßer oder saurer das Produkt zu produzieren. Das ist bei Markenartikeln logischerweise nicht möglich. Deswegen forcieren wir auch die Eigenmarken. Aldi führt nur rund 700 Artikel. Eine Konzentration auf die notwendigen Dinge des Alltags. Unabhängige Untersuchungen attestieren den Produkten durchwegs gute Qualität. Die Preise sind nicht auf den Packungen, sondern auf Preisschildern angeschrieben. Alle Filialen sind rund 900 Quadratmeter groß, also übersichtlich und nach dem gleichen Grundmuster eingerichtet. Es braucht weder Innenarchitekten noch Dekorateure. Ein Renner sind die Aktionen. Die Artikel werden speziell für diese Aktionen und für alle Filialen gemeinsam eingekauft. Hier bei Aldi Süd gibt es zweimal pro Woche entsprechende Produktaktionen. Sonst gibt es diese Artikel nicht. Nur in dieser Woche, nächste Woche sind es wieder andere. Und das alles zum guten Preis. Aldi gibt kein Geld für Imagewerbung aus. Trotzdem kennen ihn 95% der Deutschen. Und 85% gehen dort einkaufen. Er trifft einen Zeitgeist. In Deutschland gibt man 45% des Haushaltsgeldes bei Discountern aus. Die tiefen Preise sind auch der konsequenten Logistik zu verdanken. Die Produzenten liefern die Produkte auf Paletten an Verteilzentren. Da werden die angelieferten Paletten auf Camions verteilt, die damit zur Filiale fahren. Nichts wird umgelagert. Gefahren wird in der Regel einmal täglich. Jede zusätzliche Fahrt käme zu teuer. Die Lastwagen sind nach dem Verhältnis der Waren unterteilt in ein Tiefkühl-, Kühl- und Normaltemperaturteil. Ausgeklügelt, um Kosten zu minimieren. In der Filiale gibt es fast keinen Lagerraum. Die Produkte gehen direkt in den Laden, immer noch auf der gleichen Palette. Niemand muss einräumen oder Gestelle reinigen. So werden die Artikel bedeutend billiger als Markenartikel. Gemüse, Früchte und Brot werden aus der Region geliefert, hier aus Ettlingen bei Karlsruhe, damit sie garantiert frisch sind. Das Personal kümmert sich gemeinsam um das Auffüllen, das Nachbestellen und die Kasse. Nachbestellt werden nur Paletten. Wenn farbige Flaschen gemischt sind, hat dies mit den Kundenvorlieben für Duftnoten zu tun. Wir verlangen diese Zusammensetzung der Flaschen vom Produzenten, weil das der Menge entspricht, die die Konsumentinnen und Konsumenten kaufen. Und das gehört auch zum Gesamtsystem, zum Logistiksystem von Aldi, damit wir möglichst günstige Preise bieten können. Das extra lange Band dient dazu, die Ware hinzulegen, bevor man direkt an der Kasse ist. Denn da geht's zügig, dank dem Strichcode. Entweder ist er übergroß oder auf allen Seiten aufgedruckt. Damit spart die Kassiererin Zeit. Auch das Barzahlen spart Zeit. Und nach der Kasse gibt's keine Ablage. Man muss die Ware sofort in den Wagen räumen. Das Konzept ist klar und konsequent. Aldi konzentriert sich auf das Wesentliche. Das heißt, bezüglich Artikel nur 700, bezüglich Einrichtung der Läden standardisiert, alles gleich und bezüglich der Logistik möglichst effizient. An der Universität St. Gallen forscht Professor Thomas Rudolph nach erfolgreichen Konzepten im stagnierenden Detailhandel. Es besteht zunächst mal die Möglichkeit, sich als Discounter zu positionieren. Das ist der Kostenführer.
oder sich als Produktführer zu definieren und damit auch die produktinteressierten Konsumenten anzusprechen oder drittens sich als Serviceführer oder als Problemlöser zu positionieren und eben einen optimalen Service den Konsumenten anzubieten. Das sind drei Geschäftsmodelle, die wir identifiziert haben für den Handel, für den internationalen Handel. Und es lohnt sich als Handelsunternehmen, ein Modell in den Vordergrund zu stellen. Es duftet, das frische Gebäck. Es wird im Berliner Kaufhaus des Westens nach den Rezepten des französischen Königs der Pâtissiers hergestellt. Auf 7000 Quadratmetern Verkaufsfläche finden sich kulinarische Höhepunkte aus weiten Teilen der Welt. Ausgefallene Spezialitäten aus Seen und Meeren, sei es aus den Seychellen, dem Nordpazifik oder aus dem Bodensee. Premium nennt man die Produkte in hervorragender Qualität. Fleisch argentinischer Angusrinder oder von Jungochsen aus dem Marschenland, jedenfalls von Tieren aus natürlicher Aufzucht. 33.000 Artikel stehen zur Auswahl. Das KDW hat die größte Lebensmittelabteilung Europas und diese gehört zu den Produktführern. Oft sind es auserlesene Produkte aus spezialisierten Manufakturen. Wir verkaufen alle Produkte, sicherlich verkaufen wir manche stärker, manche weniger stärker. Aber das macht eigentlich das Reiz auch des KDWs aus, dass wir Artikel haben, wo wir vielleicht 5 Flaschen im Jahr verkaufen, das aber das gesamte Sortiment dadurch abrundet. Das Kaufhaus des Westens liegt im Zentrum Berlins. Es verfügt nicht über Gratisparkplätze und zieht trotzdem 12 Millionen Kunden jährlich an. Großzügig empfängt es sie wie kein anderes Haus. Es bereitet sich auf seinen 100. Geburtstag im Jahr 2007 vor. Das KDW gehört zur Karstadt-Gruppe. Seine Feinschmecker-Etage im 6. Stock ist erfolgreich dank des Sortiments, das die Gaumenfreuden in den Mittelpunkt rückt, und auch dank seiner 33 Theken inmitten der Lebensmittel. Unser Bestreben ist, den Lebensmitteleinkauf zum Erlebniseinkauf zu gestalten. Wir wissen, dass die durchschnittliche Verweildauer über eine Stunde beträgt. Wenn man in das KDW einkaufen geht, dann bringt man auch viel Zeit mit. Man möchte bummeln, man möchte neue Artikel kosten, man isst eine Kleinigkeit an den Verzehrständen und deckt seinen Lebensmittelbedarf ein. 33.000 Produkte ohne Fachinformation wären chancenlos. Die Mitarbeiter sind dem Ressort zugeteilt, das ihnen am meisten zusagt. Und darin werden sie zu Spezialisten. Ganz normalen Flaschen. Hat meistens nur 3% Säure. Und sind es jetzt deutsche Erzeugnisse? Ja. Oder? Ja. Obwohl in der Feinschmecker-Etage 350 Verkäuferinnen und Verkäufer und 150 Köche und Konditoren angestellt sind, ist der Umgang familiär. Kunden kennen gar den Namen ihrer Lieblingsverkäuferin. Wir haben ganz klar Kunden, die sehr personenbezogen kaufen. Wenn wir hinter uns den französischen Käsestand sehen, dann hatten da schon einige Mitarbeiter in der Vergangenheit große Schwierigkeiten, weil Kundschaft explizit gefragt hat, ist die Frau Jahnke da, ist die Frau Klingert da? Sind die beiden nicht anwesend, dann kauft der Kunde 2 Tage später seinen Käse. Im Durchschnitt bleiben die Verkäuferinnen 14,5 Jahre beim KDW. Das ist lang. Ihre aktive Mitarbeit wird geschätzt und gefördert, denn es gibt keine automatische Warenbewirtschaftung. Für die Pflege der Käse sind die Mitarbeiter verantwortlich. Und die Mitarbeiter sind auch in weiten Bereichen mit dafür verantwortlich, wie viel Käse disponiert wird. Sie sind also in der Warenbeschaffung ein wenig mit eingebunden. Und ihr Gespür für die Menge, das ist für uns wichtig. Das KDW nimmt immer wieder neue Produkte ins Sortiment auf. Mit Kräutern und Kochsoße. Und dass Bulgarien ja auch immer mehr zu einer Urlaubsregion wächst, durch die wunderschönen Strände. Man sucht das Besondere und was ankommt beim Publikum. Viele Touristen, die in Bulgarien waren, hier wieder zurückkommen, nach der Ware nachfragen. Weil in Bulgarien ist sie sehr bekannt. Schön bekannt. Sehr gut. Auch beim Degustieren ist die Meinung des Verkaufspersonals gefragt.
Und das wäre eine sehr gute Ergänzung. Unheimlich stark, ne? Unsere Mitarbeiter sind sehr gut ausgebildet. Wir haben eine eigene Abteilung Außenweiterbildung. Wir nehmen aber auch unsere Partner hier in die Pflicht. Das heißt, dass unser Kaviar-Lieferant über Kaviar schult, der Champagner-Lieferant über Champagner, der Tee-Lieferant über Tee, so dass man aus erster Hand hier die fachlichen Kommentare von den Herstellern auch bekommt. An 33 Essständen kann man jede Esslust stillen. Ob chinesisch oder italienisch, ob Wurst oder Kaviar, hier gibt es alles. Mit den Verzehrständen oder Bars trifft das KDW auch einen Geschmack der Zeit. Man will sich über Mittag kurz verpflegen und zusehen, was und wie gekocht wird. Die Verzehrstände sind finanziell ein Schlager. Ein Publikumsmagnet ist der Austernstand. Hierher zieht's vorwiegend Auswärtige. Mit Touristen macht das KDW 20% seines Umsatzes. Mir gefällt das großstädtische Sortiment, was man hier bekommt im KDW, weil wir vom Land sind. Und das ganze Ambiente vom KDW finde ich also ganz toll. Beim Austerngott Berlins, Horst Reinwald, wird das Austernessen zum Erlebnis, wie der Einkauf. Das Foto ein bisschen wegnehmen, da werde ich was dazu ein bisschen erklären. Es geht in Richtung Polarisierung derzeit. Wir haben auf der einen Seite ein Premium-Segment von Detailhandelsunternehmen, die sich hochwertig positionieren, und auf der anderen Seite ein verstärktes Discount-Segment. Und das spiegelt sich ja auch beim individuellen Kaufverhalten. Denken Sie auch, wie Sie einkaufen. Sie kaufen teilweise im Discounter, teilweise aber auch Premium. Ja, wir wechseln diese Rollen. Von daher gibt es, und das möchte ich klar betonen, neben diesem Discount-Segment auch noch gute Chancen für den Handel im Premium-Segment und auch im mittleren Bereich. Langnau im Emmental. Am Dorfplatz ein kleiner privater Supermarkt. Thomas Blaser, der heutige Inhaber, ist als Erster im Geschäft morgens um 6.30 Uhr. Die tägliche Lieferung steht schon seit 4 Uhr bereit. Gemeinsam wird eingeräumt. Allein für Gemüse und Früchte braucht es 2 Stunden, bis alles perfekt ist. Thomas Blaser ist als Kaufmann ausgebildet. Er hat das Geschäft vom Vater und Großvater übernommen. Es lebt zum einen von Dienstleistungen und Ideen, wie Kunden zu verwöhnen sind. Ab 7 Uhr etwa kann man das Pausenbrot holen, auf dem Weg zum nahen Bahnhof. Zum zweiten besticht es durch die Frische und Auswahl der Früchte und Gemüse. In Langnau und Umgebung haben schon seine Vorgänger den Ruf als Gemüseblaser und als kundenfreundlicher Betrieb aufgebaut. Zum dritten verkauft er regionale Produkte, die er von Bauern, Metzgern oder Kleinfabrikanten direkt ab deren Hof oder Küche bezieht. Als Wertschätzung des einheimischen Schaffens, aber auch als Beitrag zum Umweltschutz. Die ganze Globalisierungsgeschichte, die da immer wieder diskutiert wird, wird eigentlich den Wind aus dem Segel genommen. Es ist kein Transport, die Transportwege sind sehr kurz, die Sachen sind sehr frisch und kommen eigentlich direkt vom Feld in den Verkauf. Die Bäuerin bringt täglich persönlich ihre selber gemachten Joghurts und die Biomilch und reiht sie ins Regal ein. Auch der Dorfbäcker liefert sein Brot. 5.200 Artikel stehen zur Auswahl auf 300 Quadratmetern. 600 bis 1.000 Kunden kommen täglich, vor allem wegen der Frischprodukte, Früchte und Gemüse. Sie wissen, dass die Produzenten direkt anliefern. Für Thomas Blaser ist es auch eine Frage der Logistik. Das Handling ist natürlich bedeutend kleiner, wenn wir jeden Tag im Prinzip beliefert werden. Man nimmt die Ware nur einmal in die Hand, wenn man sie ins Regal stellt, und dann ist fertig. Ist eine Lagerhalle zu haben oder irgendetwas, völlig undenkbar. Auch von der Wirtschaftung her, für uns absolut nicht interessant. Der Vorratsraum dient zur Vorbereitung der Auslieferungen an Spitäler, Hotels und Restaurants. Ein gutes Standbein des Unternehmens. Es macht 10% des Früchte- und Gemüseumsatzes aus. Ein weiterer Vorteil ist der Standort im Zentrum. Ferner ist Langnau ein intaktes Dorf mit guter Konkurrenz. Es gibt alle Großverteiler, Discounter und mehrere Spezialläden,
sodass sich die Kundschaft umfassend eindecken kann. Die Fahrt macht der Chef persönlich. Die Kontakte mit den Küchen sind ihm wichtig. Auch als kleiner Detailhändler muss er sich gut organisieren, um konkurrenzfähig zu sein. Was verkauft wird, kommt via Strichcode direkt ins Warenbewirtschaftungssystem. Dieses löst einen Bestellvorschlag aus, den man abändern kann und dann abschickt. 5 Minuten höchstens für die täglichen Nachbestellungen. Aktionen kauft er als solche beim Händler ein. Es werden keine Artikel nur runtergeschrieben. Und die Qualität muss stimmen. Mit Aktionen hebt er etwa einen Saisonbeginn heraus. Thomas Blaser hat 2 solche Geschäfte und damit Erfolg. Man muss einfach sehr viel Zeit investieren eigentlich und auch natürlich eine gewisse Risikobereitschaft zeigen. Und das Engagement steht an erster Stelle, das ist ganz klar. Es braucht zudem etwas Fantasie. Man bietet Catering an oder macht Hauslieferungen auf Bestellung per Telefon oder Internet. Das Personal stellt die Waren zusammen und weil das individuelle Fahren zeitlich und finanziell unmöglich wäre, fand man eine Lösung. Der Auslieferer des örtlichen Blumengeschäfts übernimmt günstig den Transport. Thomas Blaser hat, angesichts der angespannten Lage im Detailhandel, eine Marktanalyse machen lassen. Er will wissen, welchen Weg er gehen könnte. Wir werden ganz sicher noch vermehrte Anstrengungen machen im Bereich Frische. Wir werden vermehrte Anstrengungen machen im Bereich Früchte und Gemüse. Wir werden vermehrt die Regionalität hervorheben und ganz sicher die normalen, sogenannten Normalartikel, reduzieren zugunsten regionaler Spezialitäten. Auch kleine Unternehmen sind stets gefordert. Denn die Konsumenten geben immer weniger aus fürs Essen. Aber sie danken das spezielle Angebot und die Freundlichkeit. Der Detailhandel muss sich mit dem Konsumenten auseinandersetzen. Er muss versuchen, auch diesen Bedürfniswandel, den wir haben, zu erspüren. Er muss versuchen, sich so zu positionieren, dass er mit Innovationen neue Produkte, bessere Service- und Dienstleistungen bringt. Auf der anderen Seite muss er aber auch die Prozesse effizienter gestalten. Neue Möglichkeiten werden im Extramarkt, einer Kette der Metro Group in Rheinberg, nördlich von Düsseldorf, getestet. Im Future Store. Mit der Kundenkarte kann man einen Personal Shopping Assistant oder PSA, den persönlichen Einkaufsberater, auslösen und sich einloggen. Der Future Store ist mit Technologien von Firmen ausgerüstet, die sonst Konkurrenten sind. Der PSA wurde von Vincor Nixdorf entwickelt, seine Vernetzung mit den Metro-Datenbanken von Algotech. Der Touchscreen zeigt auf Wunsch Sonderangebote oder die Liste der Favoriten, der Artikel, die man die letzten Male gekauft hat, damit man nichts vergisst. Aber vor allem erlaubt er während des Einkaufens sofort zu scannen. Die Kunden benutzen das gerne, sind natürlich sich auch darüber im Klaren, dass es hier ein besonderer Markt ist, dass es ein Testmarkt ist. Sie werden in zahlreichen Befragungen nach ihrer Meinung gefragt. Es gibt Fokusgruppen, wo wir die Technologien besprechen und auch gemeinsam mit dem Kunden die Technologien auch verbessern. Es kommen Vorschläge von den Kunden, die wir dann natürlich sehr gerne berücksichtigen, weil es natürlich ein Kundenservice ist und wir es auch gerne nach ihren Wünschen ausrichten möchten. Bei der intelligenten Waage von Mettler Toledo muss man sich keine Nummer merken. Eine kleine Kamera und eine IBM-Software erkennen die Früchte und Gemüse an ihrer Oberflächenbeschaffenheit, ihrer Farbe und ihrem Wärmebild. Man kann wählen, ob man den PSA will oder nicht. Vielleicht 10% der Kunden nutzen dieses neue Angebot. Es gibt nicht dieses klassische Vorurteil, dass es eine bestimmte Altersgruppe gibt, die Technologie nicht gerne nutzt. Natürlich sind viele, auch junge Männer dabei, die jetzt mit ihren Frauen einkaufen, weil sie gerne diesen Touchscreen-Computer am Einkaufswagen benutzen möchten. Und da ist natürlich dann auch schon ein bisschen der Spieltrieb geweckt. Aber es ist eigentlich zu sagen, dass es jung und alt benutzen. An Infoterminals kann man Produktinformationen abrufen und sich beraten lassen. Etwa zur Frage, was man aus Hackfleisch zubereiten könnte. Auf Wunsch gibt sogar das Rezept samt Zutaten.
Als Wincott Nixdorf vor vielen Jahren mit der Entwicklung begonnen hatte, war die Informationstechnologie noch nicht so fortgeschritten wie heute. Richtig effizienter Kundenservice kann nie einfach sein. Wenn man sich um den Kunden bemüht, muss man sich Mühe geben. Von daher erforderte es schon, vor allem in der Startphase, einen erheblichen Aufwand, sich neu aufzustellen und zu positionieren und viele IT-Systeme miteinander zu verbinden. Das war Aufwand. Heute weiß man, wie man es effizient machen kann. Die elektronischen Werbedisplays werden über ein drahtloses Netzwerk angesteuert. Auch die Preise sendet das Warenwirtschaftssystem per Funk. Beim Weinberater erkundigt man sich zu Regionen, Lieferanten oder Produkten. Dabei sind mittlerweile die Informationen der Webseiten der Produzenten integriert. Ist ein Wein ausgewählt, weist einem das Everywhere-Display mit seinen auf den Boden projizierten Bildern den Weg zum Standort der Flasche. Auch dies ist eine Zusammenarbeit mehrerer Partner. Und die Flasche sollte korrekt eingeräumt sein. Wer nicht anstehen möchte, kann an Selbstzahlerkassen seine Ware scannen und direkt bezahlen. SB-Kasse steht für Scannen und Bezahlen. Das eignet sich dann, wenn man leichte und weniger Produkte hat. Die Wartezeit, die man hat, wenn man da jetzt an der Kasse ansteht, ne? Das geht halt hier dann schon schneller. Ne? So. Was will er jetzt? Nochmal die Karte. Alles ist automatisiert. Wird das Personal überflüssig? Die Selbstzahlerkassen müssen natürlich vom Personal betreut werden. Es gibt Altersbeschränkungen, zum Beispiel über Alkohol oder Zigaretten. Und auch im Kundenservice muss der Kunde auch an die Technologie rangeführt werden. Also da ist nicht davon zu sprechen, dass es Personaleinsparungen gäbe. Der Verkäuferberuf wird sich ändern. Oh nee, liebes Komm. In Richtung Beratung und technischer Betreuung. Ja, sei still. Diese Kassen sind von NCR, aber auch Wincott Nixdorf bietet solche an. Danke, Schatz. Ich glaube, dass die meisten Dinge hier tatsächlich wirklich in der Praxis sich durchsetzen werden. Das eine wird schneller gehen, das andere wird etwas langsamer dauern. Ich bin zum Beispiel fest überzeugt, dass die SB-Kassen sehr schnell ihren Weg machen werden. In den USA gibt es bereits mehr als 30.000 solcher Systeme. Und in Europa geht die Entwicklung auch sehr schnell. Immer mehr Kunden, unsere Kunden fordern diese Lösungen. Es werden immer mehr davon installiert. Und ich glaube, die werden sich sehr schnell durchsetzen. Guten Tag. Einfach geht's mit dem persönlichen Einkaufsberater. Da ist alles schon gescannt und addiert. Man muss nur das Gerät abgeben und bezahlen. Bar oder mit Karte. Die Ware bleibt im Wagen. Technologische Neuerungen, die Unrast der Kunden, die Angebote der IT-Firmen beflügeln oder jagen sich gegenseitig. Und mit den gesellschaftlichen Entwicklungen verändern sich auch persönliche Gewohnheiten. Der Kunde verhält sich sehr situativ. Denken Sie nur an das Essen. Wo essen wir? Wann essen wir eigentlich was? Das verändert sich ziemlich stark in unserer Gesellschaft. Früher hatten wir Znüni, wir hatten das Mittagessen, anderthalb Stunden, und wir hatten das Firi. Und heute zerfällt dieser regelmäßige Essgenuss in viele kleine Teile. Wir essen am Büro, im Büro, wir essen mal auf der Straße, auf der Gasse. Also da hat sich sehr, sehr viel verändert. Und wir müssen deshalb versuchen, den Konsumenten in bestimmten Situationen sehr spezifisch anzusprechen. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Im Zentrum Berns. Weil mittags immer seltener zu Hause gegessen wird, erleiden die Lebensmittelhändler Umsatzeinbußen. In der Schweiz momentan rund 900 Millionen Franken jährlich. Um solche Verluste wettzumachen, bietet die Migros in ihrer Gourmessa-Abteilung ein Sortiment an, das, angepasst an die Jahreszeit, zum Verzehr an der Sonne oder am Arbeitsplatz einlädt. Die Migros ist eine Genossenschaft und größter Detailhändler der Schweiz mit einem Lebensmittelumsatz von 10 Milliarden Franken jährlich. In ihre Kassen fließt ein Viertel der Schweizer Lebensmittelausgaben. Der Firmengründer Gottlieb Duttweiler begann in den 20er Jahren günstige Waren anzubieten
indem er den Zwischenhandel ausschaltete. Die Eigenmarken prägen noch immer das Bild. Aber das Angebot ist heute umfassender und enthält auch Markenartikel. Die Mitte der 90er Jahre eingeführte Linie M-Budget unterbietet die Preise der Eigenmarken. Bei Spaghetti etwa ist das Kilo günstiger als das Pfund des Markenartikels. Wir haben hier eine besondere Leistung sowohl vom Lieferanten wie von uns selber verlangt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn Sie sich achten, sind diese Produkte oft etwas schlichter, kommen sie daher, sie haben ein einfacheres Kleid. Oft sind sie etwas in größerer Verpackung, denn mehr Inhalt braucht weniger Verpackung. Und das sind so die Elemente, die erlauben, M-Budget besonders günstig zu verkaufen. Die Eigenmarken werden größtenteils in eigenen Fabriken oder, etwa beim Kaffee, in der eigenen Rösterei hergestellt. Darüber hinaus führt Migros auch Bio- und Max-Havala-Produkte, bei denen gerechter Handel und ökologisches Engagement im Vordergrund stehen. Die durchschnittliche Kochzeit der Schweizer ist auf 12 Minuten geschrumpft. Dem Trend folgt Migros mit Fertiggerichten. Und sie antwortet auf die Lust nach exotischen Gaumenfreuden. Die Öffnung der ausländischen Märkte als Warenlieferanten ist Teil des heutigen Konkurrenzkampfes und fordert auch die Migros heraus. Das hat Auswirkungen auf die einheimische Herstellung oder die europäische Herstellung, weil nun diese Bezüge von Waren, beispielsweise aus Asien, deutlich günstiger sind. Das wird auch die Konkurrenz tun. Und deshalb kann man nicht dem Gedanken verfallen, ja, das tun wir nicht, wir wollen unsere Lieferanten schützen. Wir haben den Auftrag, den Kunden mit guter Qualität möglichst günstig zu beliefern. Dem leben wir nach, wollen aber dabei unsere bisherigen Lieferanten nicht vergessen, sondern wir wollen versuchen, mit ihnen Programme zu entwickeln, die ihnen eben auch in Zukunft eine Existenz geben, wie zum Beispiel ökologische Produktion. Deshalb werden neu auch Premium-Produkte angeboten, wie etwa Bio-Weidebeef. Das ist unser neuer Bio-Weidebeef, den wir in Migros verkaufen. Hier stehen, wie beim KDW, die Qualität und das Produkt im Mittelpunkt. Dann nehmen Sie gerne zwei Rindsplätze. Die Migros deckt also mit ihrem Sortiment alle Bedürfnisse zwischen Discount und Premium ab. Alles unter einem Dach ist die Devise, denn die Kundschaft kauft gern nur an einem Ort ein. Und sie hat gerne Vorteile. Dazu dient die Cumulus-Karte. Die Migros ihrerseits kann aufgrund der Einkäufe ohne Streuverluste werben. Sie wird einem Single nicht Windeln anpreisen. Dem Firmengründer lag die Lebensqualität der Bevölkerung am Herzen. Und er setzte dafür auch Geld ein, das Kulturprozent. Für Gesundheit, Erholung und Kultur. Die Migros hat nicht nur eigene Wellness- und Fitnesszentren, sondern bietet auch unzählige Kurse an. Von Bewegung über Handwerk zu Sprach- und Weiterbildungskursen, die vom Kulturprozent unterstützt werden. Leidet es, wenn der Markt enger wird? Das Kulturprozent ist direkt abhängig vom getätigten Umsatz, nicht vom Gewinn. Und das ist in den Statuten verankert. Also da passiert gar nichts. Es wird so weitergehen. Und wenn Sie sehen, die Migros wächst. Letztes Jahr war ein Wachstum von rund 2,5%. Und entsprechend gehen auch die kulturellen Leistungen höher, die jetzt irgendwo bei 110 Millionen Franken liegen. Auf dem Berner Hausberg, dem Gurten, unterhält die Migros einen ihrer vier großen Perke. Das vormals marode Hotel wurde zum modernen, aber nicht selbsttragenden Gastrobetrieb umgebaut. Die Migros leistet sich dies im Rahmen ihres Auftrags, bleibende Werte in den Regionen zu schaffen und der Bevölkerung etwas vom Erfolg zurückzugeben. Der Spielplatz, der jeweils im Frühling eingeweiht wird, ist ein Beitrag an die Kinder, ebenfalls berappt aus dem Kulturprozent. So bekommen die Kinder in vielen kleinen Projekten Zugang zu Kultur, Natur und Ökologie. Der Erfolg der Lebensmitteldetailhändler wird durch den Preis, die Produkte und den Service bestimmt. Und auch durch das Engagement. Wer aber in Zukunft Erfolg haben wird,
Das beeinflussen Konsumentinnen und Konsumenten.